Guck hoch, wenigstens! Es tut mir so leid, aber ich kann mir das nicht nochmal ansehen. Wir haben das Spiel ja bereits in einem Stream durchgespielt und ich war damals schon nicht der Fan davon. Ew, es ist so ekelhaft. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Martha is Dead. Die letzte Folge, die war, da haben wir doch unsere Schwester ertrunken gefunden. Wenn ihr sie noch nicht gesehen habt, dann seht sie euch unbedingt an. Sie ist irgendwo hier oben in der hier oben verlinkt und auch in der Videobeschreibung. Wenn euch das Game gefällt und das Video und ihr mich unterstützen wollt, dann lasst mir doch gerne ein Like da und über ein Abo würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und wenn ihr mal live dabei sein wollt, wenn ich so ein Game spiele, dann folgt mir doch gerne auf TikTok oder auf Twitch, da bin ich eigentlich mittlerweile regelmäßig live. Und ja, ich würde sagen, wir gehen einfach rein. Fortsetzen. Mutter schien nicht sonderlich unter der Situation zu leiden. Sie interessierte nur, wie schmerzhaft mein Tod für Martha war. Mich nicht mehr da zu haben, muss eine große Erleichterung für sie gewesen sein. Schließlich war es für alle besser, dass ich gestorben war. Und es war auch besser für mich, dass alle das dachten. Aber die Schuldgefühle begannen an mir zu nagen. Ich hatte furchtbare Albträume. Ich? Nein. Martha verlor ihre Seele? In diesem Game wird Gott sei Dank sehr viel gequatscht, dass man muss ich nicht ganz so viel reden. Holy. Ihre Identität. I'm sorry. Guck hoch, wenigstens.
Es tut mir so leid, aber ich kann mir das nicht nochmal ansehen. Wir haben das Spiel ja bereits in einem Stream durchgespielt und ich war damals schon nicht der Fan davon. Ew, es ist so ekelhaft. Muss ich hier noch was machen? Ich werde es zensieren. Ich werde es eindeutig zensieren. Ja, es ist... Und das gleich zum Anfang zu der Folge. Es war nur ein Traum. Ein schrecklicher Albtraum. Diese schreckliche Frau. Und das Gesicht meiner Schwester. Ich wünschte, das alles wäre nur ein Traum. Und meine Schwester würde in ihrem Bett schlafen. Stattdessen ist das hier die Wirklichkeit. Und ihr Bett ist leer. Das sind Martha und ich beim Patronatsfest. Das war erst vor ein paar Monaten. Und jetzt? Ich bekomme das Gesicht von, das Bild von ihrem Gesicht nie wieder aus den Augen. Martha wollte ein Bild von mir für diesen Rahmen. Sie wollte, dass ich eine meiner Grimassen schneide, die sie immer zum Lachen gebracht haben. Grimassen, die sie nicht nachmachen konnte. Sie hat immer gesagt, das seien die Gesichter meiner Seele. Kann ein Foto die Seele einfangen? Kann Maybe. Ich Marthas Seele einfangen? Das Zimmer. So, vielleicht sollten wir uns mal anziehen. Marthas Kleidung. Wenn ich sie trage, ist es, als wäre sie bei mir. Mama wird sich auch freuen, sie zu sehen. Oder ich könnte meine Kleidung aus dem anderen Kleiderschrank tragen. Nee, ich trage ihre Sachen. Also Marthas Sachen. Also das mit dem Gesicht, das hat mir gerade echt... Gruselige Märchengeschichten. Bisschen, weiß ich nicht. Alles wirkt in letzter Zeit irgendwie gruselig. Dabei ist hier alles so schön und hell. Es ist ungefähr 9:30. Es ist eigentlich ziemlich genau 9:30. Es ist der 18. Juli. Was ist das denn? Oh nein. Wenn Mama dieses Foto sieht, wird sie es sofort wegwerfen. Lapo und ich, die Schmetterlingssammlung, die Papa für mich gemacht hat. Willst du zu Lapo nichts mehr sagen? Mama kommt mich bald besuchen. Mein Schmuckkästchen ist immer verschlossen. Dann mach's auf. Mein Kleid, das Martha getragen hat, als sie... Oh, ich habe alles, was ich brauche, immer in meiner Tasche. Mir ist es echt ein bisschen übel. Ja, ich weiß. Der Schlüssel zu meinem Schmuckkästchen. Mein Tagebuch. July 12, 1944. Das ist ein neues Tagebuch. Wir sind heute hergezogen und ich habe mein altes Zuhause vergessen. Aber das ist kein Problem. Ein neues Kapitel in meinem Leben, ein neues Tagebuch. Sie sagen, sie haben uns zu unserer eigenen Sicherheit hergebracht. Papa, der Krieg und all die anderen Sachen. Nanny hat uns ihr Haus zur Verfügung gestellt und passt auf die Villa auf. Es ist seltsam, nach all den Jahren wieder hier zu sein. Ich erinnere mich, dass Nanny mir oft das Märchen von der Frau vom See erzählt hat. Es ist eine der wenigen glücklichen Erinnerungen aus meiner Kindheit. Nanny ist leider nicht hier. Aber Martha ist da. Außerdem kann ich Lapo häufiger sehen. Das ist wunderbar. Er hängt hier immer herum. Mama ist zum Glück zu sehr damit beschäftigt, das Haus zu reparieren.
und hat keine Zeit, sich um mich zu kümmern. Zumindest momentan. Hm. 16. Juli 1944. Der Wald hat etwas Unheimliches an sich. Jedes Mal, wenn ich am See bin, habe ich ein seltsames Gefühl. Vielleicht ist es die Legende der weißen Frau, die mir Angst macht. Irgendetwas stimmt mit mir nicht. Erst spüre ich, dass jemand anwesend ist. Und dann habe ich das Gefühl, mir das nur einzubilden. Aber egal, ich will ein paar Aufnahmen machen. Ich habe keine Angst. Ich würde eher sagen, ich bin ziemlich aufgeregt. Ich habe einige Dinge mit Martha ausgemacht. Sie kommt morgen mit mir an den See, um zwei neue Kameras mit Timern aufzustellen. Dann wollen wir sehen, was wir damit fotografieren. Natürlich erst nach einer kleinen Schwimmrunde. Um ehrlich zu sein, mag Martha Fotografie nicht so sehr. Und seit kurzem geht sie auch nicht mehr schwimmen. Aber sie verbringt gerne Zeit mit mir und ärgert mich. Wenn ihr dann langweilig wird, verschwindet sie in ihren Büchern und ich mache mein eigenes Ding. Es fühlt sich einfach richtig an, wenn wir zusammen sind. Sie kann aber gut zeichnen und sie schreibt eigentlich auch recht schön. Gut, aber ich bin mir unsicher, ob wir sie den ganzen Tag schlafen lassen sollten. Was meinst du? Was hast du gesagt? Ist gut, ich werde sie nicht aufwecken. Ich schalte nur ihr Licht an. Dann weiß sie wenigstens, wenn sie aufwacht, dass sie fürs Frühstück nach unten kommen muss. Sie denken wirklich, ich sei Martha und könne sie nicht hören. Ich muss aufpassen, dass ich nicht rede. Sonst bekomme ich ernsthafte Schwierigkeiten. Ich glaube, das ist gar nicht so easy, dass wir immer Martha bleiben. Ich will mir das hier eigentlich auch alles gar nicht ansehen, muss ich ehrlich sagen. Ich kann nicht so viel von Umgebungen angucken. Ist das? Abgeschlossen. Seltsam. Warum haben Sie mein Zimmer abgeschlossen? Das Familienwappen von Mama. Aha. Marthas Frühstück ist fertig. Wir können gehen. Okay, ja. Es wird langsam spät. Hast du die Zeitung für Martha dagelassen? Du weißt, wie gerne sie liest. Ja, Irene. Sie liegt dort auf dem Tisch. Und die Kamera? Lässt du sie dort liegen? Ja, Irene. Kannst du sie noch ein paar Tage dort lassen? Macht es dir was aus? Ich werde sie bald weglegen, versprochen. Nur der Gedanke macht mich so traurig, die Kamera dort zu sehen. Ist als ob. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll. Na gut, aber lass uns jetzt gehen. Wir haben viel zu tun. Wir können nicht den ganzen Tag hierbleiben und plaudern. Aber Mutter hat recht. Martha liest immer alles. Ich bin es, die jetzt stattdessen die Zeitung lesen wird. Sie werden den ganzen Tag unterwegs sein. Die Beerdigung vorzubereiten wird viel Zeit in Anspruch nehmen. Und der Krieg macht alles noch viel komplizierter. In den nächsten Tagen werde ich sie wenig bis gar nicht zu Gesicht bekommen. Dann lesen wir doch mal Zeitung. Brutaler Mord in San Casciano. Julia K., Tochter einer angesehenen Familie, wurde in der Nähe ihres Hauses brutal ermordet. Die Carabinieri ermitteln. Ein mögliches politisches Motiv kommt ans Licht. Martha ist nicht der Politik oder dem Krieg zum Opfer gefallen. Sie wurde von etwas getötet, das viel naheliegender und doch viel weniger offensichtlich war. Ich werde die Wahrheit herausfinden. Natürlich wisse es, Girl. Ein festes Bollwerk auch im Himmel. 159 Flugzeuge der deutschen Verteidigung in 24 Stunden abgeschossen. Russische Operation nordwestlich von Jassy. Feindlicher Konvoi im Mittelmeer verloren. Zwei Zerstörer und sechs Handelsschiffe versenkt.
kann meine Ziele sehen. Okay. Ups. Julia K. Erschüttert, aber vom Glauben gestützt, verkünden die Mutter Irene E., Vater Erich und Schwester Martha voller Trauer Julias Ableben. Die Beerdigung findet am Donnerstag, den 20. Juli um 15.30 Uhr in La Romola statt, ausgehend von der Villa der Verstorbenen. In 2 Tagen schon? Erste Verbesserungen bei der Lebensmittelregistrierung. Die Brotrationen wurden ab dem 20. April um 50 Gramm pro Tag erhöht. Jeden Monat 1 Kilo mehr an Suppenzutaten. Reformen zur Behandlung von Bauern und eine unerwartete Verteilung von Marmelade. Oh, so schön. Was haben wir hier noch? Ich will das nehmen. Lass mich das nehmen. Give me this. Für Julia, um viele weitere Fotos zu machen. Papa. Ich kann überprüfen, ob die Kamera noch funktioniert, indem ich ein Foto mache. Ich könnte einen Spatz fotografieren. Hier draußen gibt es davon total viele. Aber wieso lässt er... Das fällt doch auf, wenn ich doch Martes... Wir könnten in der Nähe von Mäuerchen sein. Ich lege immer Krümel für sie hin. Kannst du mir bitte aussprechen lassen? Das fällt doch auf, wenn ich doch Martha spielen soll und dann die Kamera für Julia nehmen. Weil Martha hat doch keinen Bock zu fotografieren. Schokolade. Ein seltenes Privileg für Menschen in diesen Zeiten. Aha. Frühstück? Brot, Butter, Marmelade und Kaffee. Marthas typisches Frühstück. Ich bevorzuge Honig und Milch. Aber ich werde mich ihrem Geschmack anpassen müssen. Offensichtlich. Ist sie eigentlich noch drüben? Ja. Wir suchen einen Spatz. Deinen Spatz. Ja, wissen wir alles. Dieses Einstellen von dieser Kamera ist auch semi-gut. Was nennst du scharf? Großartig. Ich habe das Bild gemacht. Jetzt geht es direkt in die Dunkelkammer im Keller, um es zu entwickeln. Okay. Dann ab in die Dunkelkammer. Papa ist seit kurzem General in der deutschen Armee. Früher hat er an der Front fotografiert. Aber jetzt gibt er stattdessen mir sein Material zum Fotografieren. Naja, eigentlich gibt es... Jetzt, da Martha weg ist, kann nur noch diese Kamera meine Ideen und Erinnerungen festhalten. Eigentlich... Ich darf nichts vergessen. Eigentlich gibt er die Kamera jetzt Julia und ich muss ja Martha spielen. Papa hat hier seine Dunkelkammer eingerichtet. Er fotografiert wegen seiner Arbeit nicht mehr. Aber die Fotografie ist immer noch seine wahre Leidenschaft. Ich darf die Dunkelkammer benutzen, wenn ich es möchte. Eigentlich darfst du jetzt Julia benutzen und nicht du. Weil du bist ja Martha. Kompliziert. Dieses Foto entwickeln. So. Das Foto herstellen damals war auch eine echte Prozedur.
schlechtes Foto. Die Kamera scheint perfekt zu funktionieren. Jetzt kann ich ein Foto mit Selbstauslöser für Marthas Rahmen machen. Okay. Aber ich würde sagen, das Foto machen wir. Holy. Aber ich hätte gesagt, dieses Foto machen wir dann in der nächsten Folge, nächsten Samstag. Martha kommt jetzt jeden Samstag online. Wenn ihr es nicht verpassen wollt, dann aktiviert doch gerne die Glocke, dann würdet ihr benachrichtigt, wenn ich Videos hochlade, würde mich sehr, sehr freuen. Und über ein Abo und ein Like würde ich mich auch sehr, sehr freuen. Und ich hoffe, wir sehen uns entweder in den Streams mal oder im nächsten Video. Tschüss!